Und damit herzlichst willkommen an diesem wunderbaren Mittwoch. Wir müssen gegen Duisburg. Und zwar ohne Arnold. Und das macht mir jetzt schon ein bisschen Kopfschmerzen. Ja, doch schon. Das wird ein wegweisendes Spiel wahrscheinlich. Wenn ich mir das mal so angucke, wir sind immer noch 19. mit 11 Punkten. Also die Aufstiegsplätze haben momentan 27. Den Aufstieg können wir uns abschminken für diese Saison. Jetzt heißt es, unten aus dem Keller rauskommen, Mannschaft aufbauen und dann nächste Saison mal schauen, was geht. Partie spielen gegen Duisburg. Die haben auch nur 19 Punkte. Ist also in machbarer Range. Okay, da scheint er irgendwas ganz komisch gespeichert zu haben. Teammanagement. Ja, aber mal ganz, ganz merkwürdig. So, McCowett, Cutledge, Gnase. Was ist denn hier falsch gelaufen? Gnase. Sag mal. So, Cutledge auf die Position. Jansen. So. Ja, speichern. Danke. Partie spielen. Was auch immer da schiefgegangen ist. Wir spielen das Ganze. Ja, komm, ersetzt den Arnold automatisch für die Partie. Du hast eigentlich nur eine Option. So viel kann die KI da schon nicht falsch machen. Mal kurz schauen. Ja, er hat einfach Tomasz eingewechselt. Sehr gut. So soll's sein. Auf geht's gegen Duisburg. Oh, Martin. So solltest du da nicht ins Tackling reingehen. Aber Tomasz ist da, kann das Ding abfangen. Und es vielleicht jetzt sogar mal schnell machen über die rechte Seite, wenn denn die Leute mitkommen. Ach, da legen die sich halt hin, ne? Och, und dann so ein Pass von Gnase, ne? Oh, Tomasz zeigt aber, dass er Arnold sehr gut ersetzen kann. Er ist ihm auf jeden Fall ebenbürtig, was die Zweikämpfe angeht. Jetzt Martin hier mal über die rechte Seite mit der Flanke rein. Und es geht wieder keiner zum Kopfball hoch. Weißt du, in der Verteidigung klappt das mit den Kopfbällen beim Ballgewinn, aber nicht im Angriff. Da ist Kopfball irgendwie, keine Ahnung, Gift. Kopfball ist Lava. Sag mal, wo kommt der denn jetzt her? Also ich habe ja mit allem gerechnet, aber nicht, dass das Ding da so reinscheppert. Gnase 1-0. Auf geht's. Der SV Ulmit hat sich berappelt. Hoffen wir mal. Wir wollen jetzt auch nicht zu enthusiastisch auf das erste Tor in keine Ahnung wie vielen Spielen reagieren, aber Tor ist Tor. Ja, Martin macht dazu. Warum? Er trifft ihn doch nicht mal. Warum registriert das Spiel da was? Ey, warum? Wir schießen das 1-0 und danach direkt der Elfmeter gegen uns. Links. Mittig, danke. Ja, 1-1, super. Nee, doch, ist ganz toll. Stoppelkamp mit dem Elfmeter-Tor. Sag mal, könnt ihr vielleicht mal hier wieder passen? Die gehen auch nicht entgegen, ey. Ich raste aus. Danke, Tomasz. Martin, du hast einiges wieder gut zu machen. Ich weiß, du hast ihn zwar nicht berührt, interessiert den Schiri aber nicht. Ah, schade. Fast wäre er damit durchgekommen. So, Martin. Mit dem Ding in die Mitte. Und da kriegt dann nicht mitgenommen.
Martin kommt gar nicht erst in den Zweikampf rein. Zimmermann flext ihn weg, aber vorm 16er. Edlef. Es ist einfach motherfucking Edlef, der uns hier im Spiel hält. Weil vorne geht ja jetzt gerade gar nichts mehr. Da kommt ja gar kein Pass mehr an. Und schon wieder. Der hat seine Pranken aber auch überall. Ja, alles gut, alles easy. Abstoß. Also wenn wir hier einen Punkt mitnehmen, ist es gut. Ein Punkt wäre auf jeden Fall das Ziel. So, Jansen. Und da wird ihm der Ball abgenommen, ne? Hol ihn dir wieder. Ne, schafft er nicht. Ist zu langsam. Oh, den hat er aber. Sehr gut. Och, und dann stehen die da mit 6 Mann schon wieder. Lasse hat momentan eine unvergessliche Saison. Ich weiß ja nicht. Also, die ist unvergesslich schlecht, ja. Aber das kann man bei allen Spielern sagen. Oh ja. Ah. Kann der nicht einfach mal seinen Fuß da wegnehmen? Das wäre so ein schönes Ding noch kurz vor der Halbzeit geworden. Rein in Hälfte 2, komm. Wir haben ein Tor geschafft, wir schaffen auch 2. Jansen? Alter. Die werden fickerig, wenn man so ein bisschen im Ballbesitz bleibt. Dann fangen die an zu grätschen. Och. Ein bisschen schneller sein und dann hat man den Ball. Aber nee, unsere Spieler halt nicht. Unsere Spieler sind nun mal nicht schneller. Jansen, sag mal. Das war ja mal die entgegengesetzte Richtung zu der, in der ich gepasst habe. Okay, Berger, auf geht es. Tummelt euch doch nicht beide da in der Mitte. Macht doch mal ein bisschen breiter das Spiel. So, Kadlec über die Außen. Ja, zu kurz. Zu kurz, zu weit vors Tor. Da hat der Keeper das Ding natürlich. Die. Ach, die sind immer diesen einen Schritten schneller. Okay, Zimmermann hat zumindest dicht gemacht, dass er nach hinten passen musste. Jansen, geh jetzt mal in den Zweikampf rein. Och. Ich hasse es. Ich hasse es. Du kommst nicht an die ran. Ja, okay, das war mein Fehler. 2-1. Wie gesagt, ein Punkt und ich bin glücklich hier. Aber ich glaube jetzt schon nicht mehr dran. Wenn die schon wieder so anfangen, ne? Mit so... Ja, was soll ich machen? Was soll ich machen? Schießt er wieder in die Mitte? Wahrscheinlich nicht. Wir haben schon wieder 3 Dinger kassiert, ne? Ist auch egal, ob du mit 7 Mann hinten spielst oder mit 4. Die Tore fallen trotzdem.
Hey, es sah doch auf lange Strecke so gut aus, ne? Vielleicht muss ich wieder ruhiger spielen. Ich habe in letzter Zeit sehr viel auf Angriff gespielt. Ey. Willst du erst 10 Minuten weiterlaufen lassen und dann Vorteil pfeifen, oder? Boah, ich bin in letzter Zeit nur noch am Renten. Aber weil halt auch nichts mehr reingeht, ne? Es ist krank. Wir treffen einfach das Tor nicht mehr. Na danke. Immerhin da 3-2. Immerhin. Wer war's denn? Komm, zeig ich an. Lasse. Lasse mit dem 3-2. Sehr schön. Och. Da werden wir noch geblockt. Jansen schön ins Aus. Ach komm, als ob. Bisschen was kann man auch mal weiterlaufen lassen. Es ist so unfair. Es ist einfach so unfair. Ich komme nicht drauf klar, wie man teilweise nichts mehr machen kann. Absolut gar nichts. So, hier, kriegt noch einen Elfmeter. Macht das 5-2, komm. Ey. So, guck mal, ist Mitte und rechts geschossen. Wird doch wieder rechts. Nee, jetzt links. Nee. Ich muss mir was einfallen lassen. Das kann so nicht weitergehen. Das, wie gesagt, ich fühle mich wie so, keine Ahnung, wie so ein kaputtes Uhrwerk, das am Leiern ist. Aber ich sage ja jede Woche die gleiche Scheiße. Das, ja. Arnold ist wieder da. Danke, sehr schön. Wir müssen eigentlich Scouts losschicken, ne? Also nicht solche, sondern hier für den Jugendstab. Warte mal, abbrechen. Können wir uns irgendwie ein neues leisten? Wir können uns bessere leisten. Ja komm, dann feuern wir den jetzt nämlich. Okay. Und holen uns einen besseren. Nämlich hier den Joshua Weber. Da müssen wir jetzt unser Geld reinpumpen. Scouting-Netzwerk aufbauen in Deutschland. 9 Monate. Alle. 6 Monate. 3 Monate. Weil ich kann gar nicht. Ich hab nicht mal mehr 90.000. Ich hab noch 3.000. Ich muss irgendwie verkaufen, das ist... Ja, weißt du was? Wo haben wir sie denn? Jugendakademie? Du wirst noch zu gut. Boah, den habe ich gemerkt. Huiuiui. Aber hier zum Beispiel. So Martinelli, der ist jetzt schon okay. Aber den können wir noch nicht hochziehen. Tanner. Arnold. Becker.
Wir könnten versuchen, Arnold zu verkaufen. Kriegt man für den 100k? Bestimmt. Irgendwie. Hoffentlich. So, und die beiden versuchen wir jetzt einfach zu verkaufen. Teamzentrale. Alter, dürften ja die Jüngsten sein. Nee, ist gar nicht wahr. Cutledge ist tatsächlich der Jüngste. Und die beiden jetzt mal hier auf die Transferliste setzen. Frag mich nicht, was die wert sind. Okay, 150k. Ich hoffe einfach, dass die jemand kaufen möchte. Hervorragende Jugendarbeit, ja, danke. Ja, ich habe euch so beeindruckend gefunden, dass ich euch direkt verkaufe, um Geld reinzuholen. Monatsbericht Jugendmannschaft, ja, danke. Wie gesagt, auf die beiden warte ich halt. Die müssen später reißen, Martinelli und Lang. So. Trainingstag, alles simulieren. Und gegen den Werl. Positionswechseloption bei Lang. Ah, sehr schön. Der ist jetzt ein ZOM, ein 60er ZOM. Der ist besser als Berger. Oh mein Gott. Entwicklungsplan kann ich ja hier schon mal festlegen. Unsichtbarer Stürmer auf jeden Fall. Und dann, du wirst legit zum Profi befördert, Lang. Ja, holy shit. Berger raus, Lang rein. Haben wir ja eventuell noch. Ja gut, wir haben mit Arnold hier einen Stürmer. Können wir erstmal so machen. Jansen als ZM. Kann Baumann ersetzen. Der ist schon 29. Ja gut, machen wir so. Dann kann ich die eventuell auch irgendwann mal reinwechseln, denen ein bisschen Spielzeit geben. Dann sind die vielleicht ein bisschen schneller weg. Gut, aber das war's auch wieder für diese Woche. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wollt ihr mehr davon sehen, gerne abonnieren drücken. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt From Zero to Hero und wir gegen den SC Werl spielen und hoffnungslos auf den Sack kriegen. Bis dahin, macht's gut, macht's besser, haut rein. Ciao.